Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Jo! Ne? Das ist doch mal ein Anfang, würde ich sagen. Bekommen wir erstmal eine schöne Übersicht über dieses Gebiet, in welchen sich das hier alles dreht, nämlich Los Santos. Und wir bekommen erstmal schöne Aussichten. Ja, ob wir die Achterbahn auch mal fahren können, ist bestimmt cool, oder? Aber ich muss mir noch wegen der Steuerung was einfallen lassen. Und ja, diese kleinen Details, die sind schon mal cool, oder? Also das ist doch sowas hier, wie hießen die gleich hier mit, oh, wie hieß denn das? Baywatch oder so? Daran hat es mich gerade erinnert. Da sieht man wieder zwei umherjoggen. Das ist so irgendwie dieses Bild, was man auch durch manche Medien so verkörpert bekommt oder gezeigt bekommt. Und ja, der Quotenpenner gehört auch noch dazu, ne? Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Ich will ja nichts sagen, aber die 1373 sieht so fehlplatziert aus. Aber okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Rolle gewechselt. Was ist denn hier? Um GTA 5 in der Ego-Perspektive zu spielen, was? Ja, ich bin unbewaffnet. Schön. Ach, eine Muschi zum Streicheln. Hallo, Muschi. Hallo. Der wollte mir da jetzt sagen, wie ich GTA 5 in der Ego-Perspektive spielen kann. Wir wechseln nochmal in die Einstellungen hier. So, kann aber nicht wahr sein. Hallo. Ich will in die Einstellung. Danke. Jetzt will ich nur mal hier in die Tastenbelegung. Danke. Jetzt muss ich Enter drücken. Danke. Okay, ich bin verrückt. Ja, danke. Das weiß ich. So. Also, stand da hier irgendwo. Ich will keine Kontextaktion. Ich will einfach nur hier... Ne, ich will auch keine Aufnahme abbrechen. So. Ich will eigentlich erstmal nur irgendwo wissen, wie ich abspeichere. Das wäre auch schön.
So, ich will jetzt auch zu niemandem wechseln. Ich will einfach nur Bewegung, Kampf, Waffenwahl, Fahrzeuge allgemein. Ja, die Anzeigen, die sind mal wieder sehr klein ausgefallen, das muss man auch dazu sagen. So, und manchmal reagiert das hier nicht mit einem Klicken. Ich weiß auch nicht warum. So, Zeitlupeneffekt. Yay, drück mal Taste L. So, merke ich mir zwar eh nicht, aber das ist ja egal. So, ich gucke jetzt hier nochmal unter allgemein. Nee. Ach, ich weiß es nicht. Aber das könnt ihr mir ja auch in die Kommis schreiben. So. Okay, ich möchte gerne hier raus. Ja, sehr schön. So, wie ich renne, das habe ich schon mal gerafft. Sehr schön. Okay, springen will er gerade nicht. Ja, das ist doch mal ein Auto hier, wa? Nehmen wir? Like that? Bobby Big Dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, low. Oh, it's like that? For sure, homie. Was hier abhängt? Nee, Moment. So. Best Autofahrer in ganz Los Santos, ne? Wo habe ich denn eigentlich hier eine Handbremse? Ah, Leertaste, sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? Drücke... Was, drücke irgendwas, um... Moment, Franklins Fähigkeit zu aktivieren. Was ist das für eine Taste? Das kann doch kein Mensch lesen hier. Also, das ist... Ich weiß nicht, welche Taste das jetzt war, aber ist ja auch egal. Okay. Erstmal Mission fehlgeschlagen. Ja, warum denn auch nicht? Kann man ja mal machen. Ich meine, es ist ja auch früh um... Ja, fast halb vier. Da kann man auch mal ein bisschen failen. So, ich nehme jetzt mal die andere Karre hier. So, wie man da einsteckt, habe ich ja schon verstanden. Ich meine, es ist ganz klar, dass die Autos immer realen Vorbildern nachempfunden sind. Das braucht man hier eigentlich so nicht sagen. So. Ich muss jetzt nur ihm erstmal irgendwie folgen. Das schaffe ich, indem ich hier erstmal versuche, ihm irgendwie nachzukommen. Indem ich die Räder mal nicht zu sehr durchdrehen lasse. Ja, wie gesagt, am PC ist die Steuerung etwas strange. Da ich ja mit QWES steuere. Ja, ich muss das am Auto irgendwie nochmal umstellen, die Steuerung. Da ist mit QWES irgendwie doch nicht so, wie ich dachte. Hups. Habe ich nicht gesehen, ne? So. Aber jetzt wollen wir erstmal ihm irgendwie nachkommen. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Oh Gott, dass die Kamera so frei ist, das stört mich gerade auch ein bisschen, muss ich zugeben. Was war das denn jetzt? Irgendwie war das jetzt nicht so original, wie ich dachte. So, und welche Fähigkeit hätte ich jetzt eigentlich benutzen können? Egal. Wir können hier erstmal ein bisschen um die Kurve gekonnt driften. Naja, gekonnt ist was anderes, aber egal. So ungefähr wird das schon klappen. So. Ups. Ja, ich bin so konzentriert. Ich muss jetzt hier gerade mit dieser Steuerung erstmal klarkommen. Darauf komme ich aber gerade irgendwie nicht so klar. Aber wir wissen ja, alle Anfang ist schwer. Und so, dann haben wir jetzt mal ganz kurz in Alien vs. Predator die Dreharbeiten ein bisschen gestürzt, aber das ist ja auch egal. Oder ein bisschen die Dreharbeiten unterbrochen. Ich glaube, der entkommt mir langsam. Das ist nicht so schön. Ich hätte vielleicht doch ein Xbox 360 Gamepad anschließen sollen. Ich weiß nicht, mit Tastatur steuert sich das sehr, sehr komisch. Was? Ich komme da nicht durch? Oh, da ist Blut noch... Guck mal, ich habe dem Auto noch einen neuen Farbanstrich gegeben. Moment, hier. Habt ihr gesehen? Ja, ein bisschen Rot noch dazu. Also das ist das Kuhmuster in Weiß-Rot, ne? Oder hier Pommes-Rot-Weiß. Yay! Ey,
Also wenn das mal nicht stylisch war, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, so in etwa. Da üben wir noch ein bisschen. Also ich glaube, ich werde dieses Spiel sehr oft meinen Spaß haben, auch wenn ich nicht gut vorankomme, aber das ist ja egal. So. Achso, wo muss ich jetzt hin? Hier rum. Dann folge ich dir mal. Na, ich weiß nicht, nee, mit Gamepad ließe sich das bestimmt besser steuern. Was zum... Nein, ich muss einfach nur die Steuerung umstellen, weil ich zu blöd bin, die so, wie ich sie umgestellt habe, zu kapieren. Ah ja, ist es das, ja? So, was ist denn das jetzt hier? Machen wir hier jetzt erstmal Sightseeing, oder was? Werde mir jetzt erstmal ein bisschen die Stadt zeigen. Der, wie hat er selber gesagt, Nigger? Also, das ist ja witzig. Wenn Menschen mit dunkler Hautfarbe das untereinander verwenden, ist das komischerweise keine Beleidigung. Ja, da war das Gewichtsverhältnis bestimmt noch nicht so optimal. So, ich habe dich eingeholt. You going to smoke the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Was? Polizisten? Nee, Moment. Darf ich auch noch ein Wörtchen mitzureden? Und irgendwie fahre ich gerade falsch, aber ist ja egal. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Hallo? Ach ja. Ja, hau mal ab, danke. So, immer schön hupen. Und kann mir jetzt eigentlich jemand sagen, wo hier eine Karte ist? Und wo muss ich denn überhaupt lang? Ach so, da ist ein Symbol vorne irgendwo drauf. Also die Steuerung, damit komme ich noch nicht so ganz klar, aber das ist schon okay. Und ich habe ja auf der Karte, wie man sieht, so eine isometrische Ansicht. Ah, daran übt man noch ein bisschen. Und das ist eigentlich irgendein Audi-Verschnitt. Also auf jeden Fall, das hier ist irgendein Audi-Verschnitt. Das kann ich euch so schon mal sagen. Und naja, aber ein Audi hat Allrad. Der verliert so leicht das Heck und wird so schnell leicht, dass... Das lassen die mal besser emulieren hier. Nein. Aber die Palmen, die sind... Ja. Andere wählen sich einen von der Palme. Wir bestaunen diese Palmen. Das ist schon mal ein signifikanter und nennenswerter Unterschied, den man hier so erörtern kann. Und wenn ich so weitermache, sieht man da schön die roten Rennbremsen nebenbei. Und wenn ich so weitermache, dann... Ja, keine Ahnung, ne? Ach so! Ja, die Sache ist nur... Die Sache ist nur, wegen der Musik habe ich jetzt ein bisschen Angst. So, ich kann ja mal die Radiosender ein bisschen durchschalten. So, was haben wir denn hier noch? Ach nee, jetzt bin ich unbewaffnet. Aha. Sehr schön. Also das Blöde ist halt, da ist auch Musik drin. Die ist halt GEMA-geschützt, ne? Und deswegen, ich könnte hier nämlich auch Pech haben, dass irgendein Partner nicht online kommt. Oder ich zumindest für diesen Teil dann die Musik rausschneiden muss, weil sich die GEMA denkt, nö, Moment, da haben wir aber noch ein Wörtchen mitzureden. Oh ja, voll die chillige Musik hier. Alter, ist ja mal voll chillig hier. Oh, wow. Alter, hier, wenn ihr so eine Finca hättest oder einfach so eine Villa, meine Güte, dann hast du es aber geschafft. Werden wir das jemals schaffen? Ja, eigentlich schon, weil ich habe ja ein bisschen mehr Geld, also hier Ingame-Dollar oder so. Was ist das denn? Hallo. Ja, mal wieder die Polizisten. 18:07. Macht in der Quersumme 16. Bei 9 plus 7 und so. Naja, ist egal. Oh, was ist das denn hier? Bayerische Volksmusik. Nee, das nicht, aber es klingt so. Es klingt schon irgendwie verrückt. Okay. Was haben wir noch? Ey, yo, doch voll der Homie-Sender. Ey, da war ein VW-Bus. Da war ein VW-Bus. Das muss ich mir merken. So, haben wir jetzt eigentlich hier mal genügend Schutz? Yo. Warte mal. Ey, sieht das mal nicht geil aus hier? Kann ich hier eigentlich auch aussteigen? Warte. Moin! Was haben wir denn hier im Angebot, ne? So, steig wieder... Ja, ich steig schon in mein Auto. Ist sehr gut.
Na hier, komm, steig ein. Das Ganze ein bisschen schneller, bitte. So, jetzt stelle ich mir nur die Frage. Kann ich einfach... Ich kann. Ich kann das. Und wenn ich das kann, dann... Oh. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass das Auto gleich explodiert. Ach so, da schlägt die Mission fehl, natürlich. Ich könnte auch in ein anderes Auto steigen, aber nö. Diese Mission, die schlägt jetzt einfach fehl. Warum denn auch nicht? Kann man ja mal machen. Ich will ins Auto zurück. Muss er... Ach, P! P wie Pate! Okay, sehr schön. So, und kann ich jetzt mit der Karte... Ah. Ich wäre nur froh darüber, wenn ich jetzt einfach mal einen Punkt hier angezeigt bekäme. Zoomen. Natürlich kann ich das nicht... Ach doch, mit der Maustaste. Okay, da habe ich nichts gesagt. Aber, also, interessanter Ort. Die Fab-Taste. Ach so, nee. Wenn ich die Fab-Taste drücke, mache ich da einen interessanten... Ja, Punkt. Aber ich muss ja irgendwo anders hin. So, Info. Was sagt denn die Info? Begib dich zum Autohaus. Ja, kann ich das wenigstens auf der Karte markieren? Also gibt es da eine Möglichkeit? Anscheinend nicht. Okay. Also ich stelle schon fest, den Weg zum Autohaus zu finden ist schwieriger. Das, also ist schon mal sehr schwierig. Das überfordert mich schon. Ich meine, das Spiel... Ich glaube, ich muss Alt F4 drücken und das wieder deinstallieren. Also sieht das zumindest gerade aus, so wie ich es spiele. Aber das ist mir egal. Ich stelle mich bei solchen großen Spielen am Anfang immer so an. In WoW habe ich mich auch so angestellt. Da hätten... Cool. Cool, dass der anhält und sich dann so auch abstürzt. Das ist genial gemacht. Also Detailarbeit haben die hier auch schon mal drin, ne? So, und ich werde wahrscheinlich diese Musik überquasseln müssen. Was ist das hier eigentlich für ein Sender gewesen? Ich weiß es nicht. So. Raw. Was ist das denn jetzt hier? Hashtag. Oder was ist das von einem Song? Der Hashtag-Song? Oder weil? Ja, Hashtag. Ich dachte, der Hashtag-Song hier. Nee, ich will aber kein Hashtag. Oh, jetzt geht's hier ab. Yay, 50 Miles. Okay. Ja, ich will auch cool sein. Mhm. Ach so, ihr seid ja auch noch der Zuschauer. Ich sollte nicht so viele Selbstgespräche führen und vielleicht mal was Konstruktives erzählen, oder? Also, was machen wir denn hier gerade? Wir fahren hier wild umher. Ich bin natürlich in die total falsche Richtung gefahren. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, klingt aber cool. Das erinnert mich so ein bisschen... Diese Musik, die erinnert mich so ein bisschen an meine Jugendzeit mit Blink-182 und so ein Spaß. Aber ich habe festgestellt, es gibt in jeder Generation irgendwie Musik, die immer und immer ähnlich klingt, wo man sagt, hm, wie kennst du aus deiner Zeit? Und das ist schon witzig, sage ich mal. Wo muss ich jetzt lang? Ach, hier lang. Geh, ma. Okay. Geh, ma, stress mich nicht. Okay, ich sollte um die Zeit nicht singen. Und man sieht, vorne ist nicht der Motor. Vorne ist ein Kofferraum. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Erinnert mich auch ein bisschen an Bloodhound Gang, The Bad Touch. Irgendwie so ein bisschen. So, nächstes. Hallo. Oh, oh oh, geh mal. Schnell weg damit. Oh, geil. Das Lied finde ich cool. Meet the Halfway von Black Eyed Peas. Geil. Oh, das Lied haben die auch drin. Oh, der Radiosender sagt mir schon mal zu. Nee, ich finde das Lied wirklich cool. Also, schön. Nein, nicht verkeilen. Nicht verkeilen. Nicht verkeilen, okay. Nicht verkeilt. Sehr schön. So. Ich bin ja mal gespannt, wer sich das Projekt hier überhaupt anguckt, wenn ich hier so lange brauche, um überhaupt eine Mission zu starten. Also, wir sehen uns dann in Part 3000 wieder, wenn ich die ersten beiden Missionen geschafft habe. Bis dahin werde ich 2998 Parts, ja, lauter, weiß ich nicht, Stadtrundfahrten machen. Können wir eigentlich einen Busfahrerjob annehmen? Nächster Halt, Damaskestraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach nee, das war ja bei der Deutschen Bahn.
So, aber im Gegensatz zur Deutschen Bahn kann ich ja hier mein Fahrtempo gerade selber wählen. Ja, GEMA lässt grüßen. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendwo anders hin. Premium Deluxe Motorsport. Achso, willkommen in Las Santas. Irgendeinen Erfolg habe ich bekommen? Steig in das Auto. Oh, kriege ich hier ein neues? Ey, ich kriege ein neues Auto. Achso, wann mal jeder spielbare Charakter hat ein eigenes einzigartiges Fahrzeug. Steig mal in den... Oh, ist das ein Lexus-Verschnitt? Ey, gib das Auto her, ich will da einsteigen. Gib das bloß her. Ach ne. So, wo muss man hin? Das sieht echt aus wie so ein... Ist das jetzt eigentlich derselbe Radiosender? Das ist jetzt die gute Frage. Aber naja, gut. Wir werden so viel Spielzeug hier haben. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. On that journey to the top, you probably had to make a few sacrifices. So, also die Ampel ist rot. Ich darf nicht fahren. Tut mir leid. Oh, es ist grün. Grün. Los, schnell. Schnell, schnell. Gut, dass ich einen Wagen nicht abgewürgt habe. Achso, ich muss wenden. Oh, Moment, hier. So, gewendet. Oh, jetzt ist ja auch noch rot. Meine Güte. Immer diese blöden Straßenverkehrsordnungen. Warte mal, ich kenne einen Schleichweg. Ich kenne einen Schleichweg. Pass auf. Ich zeige euch hier den ultimativen Schleichweg. So. Jetzt sind wir nämlich die Ampel umgangen. Driften hier mal schön in das Straßengeschehen rein. Achso, ich muss... Ich habe vergessen, den Blinker zu setzen. Okay. Also mit der Fahrschule, das wird schon mal nichts. Aber das ist ja auch egal. So, ich parke rückwärts ein. Moment. Ja, warte, ich muss einparken. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. So, vorsichtig, rückwärts. Und dann kann ich den hier in die Garage abstellen. Yay, ich hab's geschafft. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ja, willkommen zu Hause, werde ich mal meinen. Ich glaube schon, wir sind zu Hause angekommen, ne? So, speichere dein EZ außerhalb einer Mission. Achso, speichern auf dem Handy. Warum sagst du mir das jetzt erst? Da hätte ich das schon mal... Ja, Matt. Wahnsinnig. Oder stell was anderes. So, schön. Warte mal, ich hab ein Handy, ne? Bestanden! Yay, Franklin und Lemma. Hab ich bestanden. Okay, Social Club. Was? Moment.
Der ist jetzt im Charaktereditor verfügbar, okay. So, ich habe ja jetzt hier so ein Handy, was ich irgendwie mit dem Mausrad anwählen kann. Dann kann ich hier irgendwo speichern. Nee. Internet ist gerade schlecht. Was ist das denn? Snapmatic? Einstellungen, Jobliste. Oh, was denn hier? Warte mal. Der Rockstar-Editor ist jetzt im Pausemenü verfügbar und kann genutzt werden um einzigartige Videos. Aha. Ja, das ist mir egal. Ich will speichern! WTF? Wurde jetzt... Aha. Freigeschaltet. Rufe... Was? Luftschiff? Moment. Das ist doch irgendwie gerade... Man hat mir gesagt, ich könnte hier speichern, indem ich irgendwie das Handy aufrufe. Warum kann ich das nicht? So, Spiel. Ich finde das jetzt hier raus. Also hier habe ich eine Karte, das ist mir aber Wayne. Ich will mein Handy bedienen. So, irgendwo kann ich hier eine E-Mail aufrufen. Okay, was haben wir denn hier? Ich nicht wir. So, ich nicht wir. Ja, ich weiß nicht, warum ich dir schreibe, aber glaub mir, es ist nicht, weil ich mir insgeheim wünsche, dass wir wieder zusammenkommen. Das will ich nämlich nicht. Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Du bist, wer du bist und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich hab gewartet und 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 gewartet. Nichts hat sich geändert und jetzt treffe ich mich mit jemand anderen und bin, ja, endlich mal glücklich, ne? Was halt so ein Versager und so weiter. So, ja, nach allem, was ich durchmachen musste, als meine Brüder gestorben sind, weiß ich, dass das Leben, das verschluckt, was du führst, nichts für mich ist. Und das ist ein komisches Android-Handy. So, das wusste ich schon immer. Ich habe dafür nicht die Kraft. Ich will es nicht. Ich will etwas anderes. Und das ist nicht Geld. Ich denke, ich sage auf Wiedersehen. Du wirst immer ein Freund sein, das weißt du, mehr aber nicht. So, Tanisha. Okay. Ja, hallo Tanisha. WTF, ich will da nur das Spiel speichern. Schnell speichern, hier. Okay. Schnell speichern. Neuen Spiegel, Spielstand, Speicherstand, ja, hier. Auswählen. Okay, Achtung. Willst du deinen Fortschritt wirklich auf einen Speicherplatz speichern? Ja! Will ich jetzt endlich. Okay. So, wir haben es jetzt. Moment. Ich guck mal ganz professionell nach. Wir haben es jetzt 4.06 Uhr am Morgen. Ich habe jetzt also hier knapp eine Stunde am Stück aufgenommen. Hab's geschafft, ins Haus zu kommen, was manche in 5 Minuten schaffen, aber das ist mir egal. So, auf jeden Fall bin ich glücklich, ich kann mein Handy bedienen. Sogar das Menü. Das ist schon ein bisschen strange, aber okay, kann man eigentlich... Nee, kann man nicht. Okay. Ja, wie dem auch sei. Ja, da hoffe ich mal... Ich drücke D, um dich umzuziehen. Moment, das müssen wir noch machen hier. Ich kann mich umziehen. So, Outfits. Was habe ich denn hier? Also, das habe ich dann an. Okay. Das sieht alles nicht so cool aus. Ja, was nehmen wir da gerade mal als Ausweichvariante? Das sieht ja affig aus. Naja, egal. Wir müssen irgendwann mal zum Friseur. Ich habe ja genug Kohle. Dank des Vorbestellerbonuses. Für gerade mal 40 Euro. Ja, ne? Und das legal. Anzüge. Sackos, habe ich nicht. Ach, schade. Okay, das ist wohl erstmal alles das, was ich nicht habe. Okay, dann kann ich erstmal nichts ändern. Dann werde ich den Part hier beenden und ihr könnt nichts daran ändern. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese, naja, sehr skurrile Art. Willkommen im Pixelreich. Willkommen im Pixelreich, sage ich dazu nur. Also liegt das jetzt an meinem Rechner? Oder hat da Rockstar etwa ein bisschen an Leistung gespart? Wenn ja, ich habe euch enttarnt. Und wie komme ich aber verdammt nochmal in die Ego-Perspektive? Verratet es mir. Verratet es mir ganz einfach. Ja gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, beim nächsten Part von GTA 5 sieht man sich.